Hi ho und willkommen zurück hier bei Monster Hunter 4 Ultimate für die Nintendo 3DS. Ja, beim letzten Mal, da haben wir erfolgreich unsere Rathalos-Rüstung erfarmt. Und wie wir sehen hier, in vollem Glanze sind wir jetzt da. Hier will der Kurier irgendwas von uns. Ich frage ihn mal. Macht es etwas aus, einen Blick in den alten Briefbeutel zu werfen, Jäger? Ich leg mal diese Gildenkarten in dein Gildeneingangspostfach, okay? Jo, dann macht das mal. Eine Gildenkarte wurden hinzugefügt. Müde ich nicht. Ich habe gerade ein Katzennickerchen gemacht, Mounts. Okay. Ja, kein Velocidrome. Was habe ich denn jetzt? Eingang. Oha. Okay. Eine Gildenkarte von Brian. Interessant. Ich weiß nicht, ob er das sieht. Ich werde es mal auf jeden Fall nochmal sagen. Und ist klar, auf jeden Fall danke, dass du mir die geschickt hast. Wie markiert man die nochmal? Lesen, markieren. Markieren. Und registrieren. So, registrieren wir mal. Sehr gut. So, wir speichern auch wieder hier alles. Eieiei. Gut, jetzt wollen wir eigentlich nochmal weitermachen, ne? Das habe ich ja hier gesagt. Und bevor wir aber normal in dieser Quest, also normal bei den normalen Story-Quests weitermachen, was ich eigentlich gesagt habe, würde ich doch nochmal schnell mir das fehlende Teil, und ich glaube, das waren Kelbi-Hörner, ne? Erholstufe, ja genau, Kelbi-Hörner. Die würde ich jetzt nochmal ganz schnell besorgen wollen. Dürfte auch nicht dauern, 2 Stück nur. Dass wir wenigstens unseren Status hier, ne? Mit der, die Erholung runter, dass wir den wenigstens wegkriegen. So, dazu werde ich sie mal kurz hier anreden und nochmal eine kurze Ahnen. Steppe-Sammeltour machen. Ne, Pilzsuche nicht. Hier, Erntetour, meine ich ja. So, das machen wir jetzt einfach mal schnell, ne? Also nicht wundern. Da brauchen wir auch hier nicht wirklich essen. Und auf jeden Fall, wollte ich jetzt noch hier erwähnen, da wir jetzt ja den neuen, also schon kurz vorm neuen Monat sind und sowas, ne? Und ich ja gesagt habe, im Februar möchte ich ja einen neuen Monitor mir holen und sowas, ne? Und wegen Streamen und sowas. Ich habe den Monitor jetzt schon bestellt, ne? Während ihr das hier seht, müsste der schon längst unterwegs sein. Das heißt, Dienstag oder Mittwoch ist der da. Spätestens, sagen wir mal eher so, spätestens Dienstag, Mittwoch wird er hier sein. Das bedeutet, ich habe dann die Zeit zu streamen. Ich weiß aber leider noch nicht, ne, wann genau der kommt. Das heißt also, stellt euch schon mal darauf ein, für diejenigen gegen Online-Session und so, ne, sage ich das jetzt nur. Stellt euch schon mal darauf ein, dass es donnerstags, donnerstags ungefähr so, donnerstags oder freitags einen Stream geben wird. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, wann der Monitor kommt. Wann genau der dann hier sein wird. Aber donnerstags oder freitags dann halt ein Stream. Und da machen wir eine Sammeltour. Na, also wird eine Materialsammlung werden. Das bedeutet also jetzt nicht in dem Sinne, dass wir jetzt irgendwie nur rumlaufen und nicht irgendwie Erz abbauen oder so. Nicht nur. Sondern wir werden auch Monster ganz viele jagen. Dass wir die Waffen, die ich alle habe, auf dem neuesten Stand bringen. Und das heißt also auf Low Rank, ne, Bereich. Nicht auf High Rank. Ne, wir können natürlich auch online, ne, bis zum High Rank da, sagen wir, spielen und mich da equippen. Beziehungsweise mich da ausrüsten, aber das möchte ich nicht. Habe ich auch schon mehrmals gesagt, ne? Sonst wäre das Spiel da recht langweilig. Und für diejenigen, die sich jetzt denken, so ja, voll geschummelt und so, du machst das Spiel auch voll leicht, weil du lässt jetzt die Materialien von den Leuten da, beziehungsweise
Ne, du nutzt die Leute da so gesehen aus und so, die Monster viel schneller töten können, um deine Waffen aufzubessern. Ich würde es ja, muss ich ehrlich sagen, auch alleine machen hier. Ich hätte damit kein Problem, Materialsammlungen hier alleine zu machen, aber es wurde sich halt vermehrt gewünscht, ne? In den Kommentaren, das darf man nämlich nicht vergessen. Es wurde vermehrt gefragt, ob man nicht mal wieder hier eine Materialsammlung machen könnte. Mit aber Leuten, also an sich eine Online-Session mal machen kann. Mit Leuten, und da ich ja sowieso Material sammeln muss, würde ich das halt kombinieren und können die Leute halt mitmachen. Wir können zusammen alle online zocken. Und alle sind zufrieden. Ich habe die Materialien, die ich brauche, und die anderen, die mitmachen wollen, sind dabei. Sag ich mal. So, ich könnte, wie gesagt, natürlich auch fair sein und komplett alleine hier das Spiel spielen. Ne, hatte ich auch kein Problem mit, weil Monster Hunter 4 Ultimate ist nicht so schwierig. Muss ich ehrlich sagen, das wird erst im High-Rank-Bereich steigt der Schwierigkeitsgrad halt ein bisschen an, sag ich mal. Da merkt man halt schon so, uiuiui, wird schon härter, aber G-Rank dann, wenn der G-Rank kommt, das ist dann der absolute Killer, sage ich das jetzt einfach mal. Und in diesem G-Rank-Bereich, bis ich da alleine angekommen bin im Solo-Spielen, wird es eh Ewigkeiten noch dauern. Aber wie gesagt, schwer ist es nicht. Mir jetzt hier auch alleine die Materialien für die Waffen und so zu besorgen. Weil, wie gesagt, im privaten Spielstand, wenn ich das jetzt alleine spielen würde, ne, so wie ja viele von euch, die das Spiel haben, die spielen das ja, denke ich mal, nicht als Let's Play oder nicht immer nur für eine Stunde am Tag. Weil ich spiele Monster Hunter wirklich, außer in Livestreams streams natürlich länger. Aber außerhalb von Livestreams, wenn ich jetzt hier für YouTube aufnehme, spiele ich meist nur eine Stunde am Tag oder beziehungsweise für die Online, also für die Aufnahme-Session. Spiele ich dann eine Stunde. Hab dann drei Folgen raus, ne, wenn die jeweils 20 Minuten gehen. Und bin fertig mit Monster Hunter dann. Für meinen Tagesbedarf, sag ich mal. Und viele andere von euch spielen das ja dann höchstwahrscheinlich ne, mehrere Stunden am Tag und natürlich dann noch weiter, und die privat spielen. Und wenn ich das auch selber privat spielen würde, aktiver, dann würde ich auch alleine, sag ich mal, so im Solo-Modus diese Materialsammlung halt machen. So, ich nehme mal die Handschuhe, würde ich sagen. Zack. So, und damit haben wir... Genau. Wie man sieht, Erholstufe ist jetzt hier minus 9. Davon haben wir jetzt Erholgeschwindigkeit minus 1. Aber wie man sieht, bei den Plus-Effekten gibt es halt nur Angriff plus 2 und Autoblock. Das heißt also, wenn ich jetzt hier zurückgehe und mir das hier angucke, da wir haben keinen Negativeffekt mehr. Weil wir einfach nur plus 1 in das Dings da reingesockelt haben. Das war auch schon der ganze Trick. So, jetzt können wir hier normal weitermachen. Was haben wir denn? Darathalos und Sinnoh wird ein bisschen blöd. Die werden auch ein bisschen blöd. Der wird auch ein bisschen blöd. Ich glaube, ich mache mal kurz die Remobras. Noch für diese Folge. In der nächsten machen wir dann Zeltas Königin. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir dann vorankommen. So, wir essen hier wieder. Obwohl das eigentlich Quatsch ist. Wir brauchen hier gar nichts essen. Es sind ja nur ein paar Remobras. So, das hätten wir auch erledigt. Zack. Und dann auf Quest. Oh, jetzt habe ich vergessen vorzulesen. Die Remobra vermehren sich auf dem Himmelsberg wie die Karnickel. Die Dorfbewohner fürchten, dass sie bald ihre Aufmerksamkeit auf uns richten. Ich wünschte, ein tapferer Jäger würde sie dezimieren.
machen wir. Ups, jetzt habe ich wieder gerollt. Lalala, daran müssen wir uns mal ganz kurz gewöhnen. Ich habe nämlich gerade ein anderes Spiel gespielt, welches ihr wahrscheinlich schon gesehen habt und vorgestellt. Und da war der A-Knopf. Ne, der B-Knopf, so rum. Was mache ich denn hier? Ich brauche doch keine Kelbis mehr. Und da war der B-Knopf halt sprinten. Da muss ich mich jetzt wieder ein bisschen umgewöhnen. Dupp-di-dupp-di-dupp-di-dupp, ne? Suche Mobras, wo seid ihr? Na, ich höre doch da schon welche. Und ich versuche mich wieder runter zu boxen. Aber das geht nicht. Ich krieg dich. Bams. So, ich werde die mal nicht ausnehmen, weil Remobra-Teile brauchen wir nicht. Habe ich nie gebraucht, muss ich ehrlich sagen. Kann natürlich sein, dass man für Dekoration oder so die braucht. Aber da kann man die Quest hier immer wieder machen. Und man kriegt ja am Ende, wenn man die Remobras besiegt hat. Oh, guck mal, die fressen sich sogar gegenseitig. Voll die Kannibalen. Naja, wenn man die Remobras ja hier besiegt hat und die Quest abgeschlossen hat, dann kriegt man ja in der Truhe eh Teile von den Monstern, also von den Remobras. Das reicht meist für solche Sachen. Denn halt, wie gesagt, ich brauche nicht wirklich Remobra-Sachen. Remobra-Zeug ist voll uncool. Ich überlege nämlich gerade, wo habe ich mal Remobra-Sachen gebraucht? Eigentlich nie. Es kann halt wirklich sein, dass ich sie vereinzelt benötigt habe für, wie gesagt, schon Dekoration. Aber mir fällt gerade nichts genaueres ein. Mir fällt halt nicht ein, wo ich jetzt spezifisch wirklich sagen muss, dafür braucht man Remobra-Haut oder einen Remobra-Flügel. Nee, keine Ahnung. Was, ich weiß auch nicht mal, was die Viecher, da muss man mal sehen, wie unrelevant die für mich sind. Ich weiß auch nicht mal, was die Viecher geben. Also, was man aus denen raus, schneiden kann. So. Das eine Vieh ist schon tot. Zack. Kommt das nächste hier dran. Waren ja leider nur zwei. So, die scheinen echt ein bisschen komisch sich hier aufgeteilt zu haben auf der Map. Jetzt muss ich die echt suchen, aber naja, vielleicht sind sie ja hier gleich neue aufgetaucht. Haben wir hier eine Katze, die wir anheuern können? Ja, natürlich. Cool. Hallo. Sebastian heißt sie sogar. Hey Jäger, auf der Suche nach einem Kameraden? Miaune Spezialität ist das Bombardieren, Miau. Ich greife nur mit Bomben an. Du kannst mich anheuern, aber gib mir nicht die Schuld, wenn dich die Explosion erwischt. Wenn ich loslege, solltest du besser verschwinden. Okay. Ich nehme dich trotzdem mit. Denn wir brauchen ja noch für unsere Miauns der Jägerschaft sowieso noch genug Leute. Und dann hätten wir die damit, ja. So, sind hier neue Remobras aufgetaucht. Irgendwie nicht. Ich glaube, irgendwie mich beschleicht das Gefühl, dass in der 7, im Gebiet 7, in dieser Höhle, welche drin sind.
Da gucke ich nach. Warum bin ich stehen geblieben? War ein Rathalos, ne, oder? Irgendwie ist er ja gerade so, als er mich Monster gesehen hat. Habt ihr auch gerade gesehen, ne, wie der Jäger gerade so komisch nach hinten getappt ist? Komisch, komisch. Na egal. War definitiv ein Rathalos. Ich habe ja den Schatten, also beziehungsweise oder ein Rathian. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe auf jeden Fall einen runden Schatten gesehen, der weggeflogen ist. Narimopras schönen Höhlen unterwegs, was total unlogisch ist. Na gut, hier. Ja gut, ist keine Höhle, hier ist ja offen. Autsch. Ich will nicht vergiftet werden. Vergiften ist uncool. So, jetzt gucke ich mir das mal an. Was gibt's denn hier? Was geben Remobras? Eine gestreifte Haut. Und eine Lederhaut. Und der Typ frisst wieder seinen Kollegen. Bam, bam. So kann man die auch besiegen. Ja, gestreifte Haut und Remobra Lederhaut kriegt man von denen also gut. Dann wisst ihr auch Bescheid. Na, also immer schön Remobras vernichten für diese beiden Teile, weil die kann ja jeder gebrauchen. Kennt man ja. Irgendwie. Nee, keine Ahnung. Also ich könnte es ja mal sonst in die Kommentare schreiben. Ich wüsste gerade nicht, wofür man die Remobra-Sachen benötigt. Mir fällt da gerade echt nichts ein. Außer Dekoration eventuell. Aber für Waffen haben wir... Nee, für Waffen braucht man die nicht. Ist genauso unnütz wie später die Yagi-Teile und so. Ne? Die sind am Anfang echt ziemlich gut. Ne? Oder die Groß-Yagi-Teile und so. Für Waffen und sowas, ne? Oder Rüstung auch am Anfang. Aber später... Oh, einen Kopf habe ich sogar gekriegt. Ja, aber später sind die total nutzlos. So, wir heuern den Sebastian an. Ich lasse auch mal seinen Namen, ne? Weil ihr habt übrigens immer noch die Möglichkeit, wenn ihr mit dabei sein wollt, sage ich mal, ne, immer noch hier Namensvorschläge zu geben. Oder auch eventuell euren Namen hier zu nennen, wenn ihr als Miaunster-Jäger hier mit eingetragen werden wollt. Ich kann euch halt nur sagen, ne, wenn ihr denkt, so, hä, was bringt mir das denn? Dann benennt er mich da, aber nimmt mich ja eh nie mit. Sobald man hier, sobald sich mal Abonnenten, sag ich mal, oder beziehungsweise Zuschauer hier melden würden und sagen würden, hier benennen die nächste Katze mal nach mir, dann würde ich auch darauf achten, ne, dass die auch mitkommen und da ein bisschen durchwechseln. Aber momentan, ist ja keiner da, sag ich mal, so will ja keiner. Also brauche ich auch nicht die Begleiter hier durchwechseln. Ne? So. Ah, Jäger, perfektes Timing. Der Straßenkoch hat mich um einen Gefallen gebeten. Er möchte dabei sein, wenn du wieder Fleisch in der Straßenküche zubereitest. Wenn du ein paar Dinge besorgst, kann ich dem Koch einen besonderen Spieß verschaffen. Schau dir die Dörfler bitten an, um alle köstlichen Details zu erfahren. Ich zähle auf dich. Also gut, lass uns zum Geschäft kommen. Ich habe heute einige Sachen auch für die Jagd für dich. Cool, er hat jetzt den Edelspieß, oder was? Frischfleisch oder nicht? Du verbesserst meine Zutaten, das ist es nicht. Bring mir nötigen Objekte, damit ich... Okay. Das verbessert die Küche, sodass ich ihnen beim Fleischgrillen helfen kann. Rathalos Gewebe und Feuersteine. Das könnte man eigentlich auch nochmal demnächst besorgen. Aber wie gesagt, das hier die Dörfler bitten, machen wir dann auch in der Online-Session, ne? Da werden wir uns darum kümmern. Also, wie sehen wir nochmal vor? Kritzel, die Gilde will, dass du den Immerwald erkundest. Dort wurde ein rüpelhaftes Monster gesichtet und ich fürchte, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Da der Befehl direkt von der Gilde kommt, stufe ich ihn als dringende Quest ein. Denk daran, dass für diese Quest dieselben Regeln gelten wie für normale Quests. So scheiterst du zum Beispiel, beispielsweise, wenn dir dreimal die Gesundheit ausgeht. Wenn du sie schaffst, könnten dieselben Monster bei Erkundungen auftauchen. Das ist nur so eine Vermutung von mir. Also pack diese Gegengifte ein und mach dich auf den Weg. Okay, was ist das für eine dringende Quest? Ein Ian Garuga, alles klar. Nee, wir machen erstmal die anderen hier noch, ne? Gut, aber dann würde ich erstmal sagen, das war's mit Monster Hunter
4 Ultimate für dieses Mal. Beim nächsten Mal dann erstmal die Zeltas Königin, ne, wie schon versprochen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tüdelü.